Yo, Kameramagier, Water Striker fragt, wie man im Fusion Tab Übergänge und animierte Linien machen kann. Und darum geht's heute. Und ihr wisst, wie ich Keyframes hasse. Und deswegen habe ich mir die Challenge gesetzt, das heute komplett ohne Keyframes durchzuführen. Dazu brauchen wir allerdings etwas Mathematik. So ein Scheißdreck, was willst du eigentlich mit Mathe machen? Ruhe auf den billigen Plätzen. Los geht's mit dem Tutorial. Zuerst holen wir uns eine neue Fusion Composition in unsere Timeline. Dann trimmen wir das ganze Ding so, wie es uns passt, weil es wird ja sowieso mit Expressions responsive gemacht. In Fusion holen wir uns dann zuallererst ein Rectangle und machen das komplett groß, weil es soll ja den ganzen Screen bedecken. Anschließend holen wir uns noch einen Background, der die Hintergrundfarbe wird. Und dem gebe ich jetzt erstmal provisorisch rot, gib dem die Farbe, die du haben willst, verbinde das Ganze in den Masken-Input. Und dann möchten wir uns ein neues Custom-Tool erstellen. Denn um etwas ohne Keyframes zu animieren, brauchen wir zumindest mal eine Zeitvariable. Und diese Zeitvariable fügen wir jetzt ein. In unserem Rectangle-Tool klicken wir dazu oben, Rechtsklick, Edit Controls. Und jetzt können wir hier eine neue Variable einfügen, die quasi unseren Zeitverlauf darstellen würde. Ich gebe ihm den Namen X2 und setze ihn auf Slider Control. Jetzt möchte ich da reingehen und eine neue Expression einfügen. Diese Expression wird unseren Zeitverlauf berechnen. Und am besten sollte dieser Punkt von minus 1 bis plus 1 gehen und genau in der Mitte unserer Komposition soll die 0 sein. Und genau das machen wir mit einer linearen Funktion. Und die wäre in unserem Fall 2x minus 1. Und x ist in diesem Fall unsere Zeit, also Time. Die Expression, die du hierfür brauchst, habe ich dir unten in die Beschreibung gepackt zum Nachmachen. Gerne doch. Diese hier. So, jetzt haben wir quasi eine Funktion, die all unsere x-Werte abdeckt und damit können wir gut rechnen. Aber wir brauchen noch eine Funktion, die unsere Bewegung abdeckt. Und das machen wir jetzt. So, jetzt musst du eigentlich nur noch den Center Modifier einfügen, klicke damit bei Center auf Rechtsklick, Modify with XY Path. Und jetzt möchten wir das X modifizieren. Dazu klicken wir in dem Modifier auf X, Rechtsklick, Expression. So, diese Expression wird dann quasi nachher die Formel dafür, wie sich unser Ding bewegt. Das heißt, haben wir jetzt einen linearen Verlauf, also einen geradlinigen, dann wird es nachher am Ende nur so gerade durchfliegen. Aber haben wir einen Parabelverlauf, haben wir smooth Kurven, aber es geht nur vor und zurück. Aber haben wir eine kubische Parabel, also zum Beispiel eine Parabel mit x hoch 3, dann sieht das Ganze so aus, dann hält das smooth und geht weiter. Ich möchte es smooth haben und deswegen gebe ich hier ein das Rectangle1.x2, also die Variable, die wir erstellt haben für die Zeit, das Ganze hoch 3, damit es schön smooth ist. Und jetzt muss ich noch plus 0,5 draufrechnen, weil wenn du die weglässt, dann hält es nämlich genau in der Mitte, weil der Centerpunkt in DaVinci Resolve Fusion immer 0,5 ist. Und schon haben wir das. Das Gute an dem Ganzen ist, es ist komplett einfach veränderbar. Möchtest du zum Beispiel den Winkel ändern, stellst du einfach in dem Modifier unten den Angle auf etwas anderes ein und schon kommt deine Ebene aus einer ganz anderen Richtung. Möchtest du dazu jetzt noch Text hinzufügen, füge einfach eine neue Merge und einen Text hinzu, verbinde das beides und ganz wichtig, verbinde auch noch den blauen Masken-Input von dem Merge mit dem Background. So. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch Motion Blur zu aktivieren. Geh dazu im Rectangle auf das kleine Settings-Icon und klicke Motion Blur und zieh das auf ungefähr 5. Dadurch wirkt es einfach natürlicher. So, und wenn du jetzt irgendwas einstellen willst an der Geschwindigkeit von deinem Overlay, dann kannst du einfach in der Edit Page das Ganze groß und klein ziehen. Je kleiner das Ding ist, umso schneller geht es rüber. So, Water Striker, ich hoffe, ich konnte dich in diesem Video befriedigen. Ja, und wenn schon nicht dich, dann zumindest deinen Mathelehrer. Achso, und wenn du das Ganze noch ein bisschen weiter aufpeppen möchtest, dann kannst du mal in die Beschreibung gucken. Da habe ich dir ein Preset verlinkt, wo ich das Ganze noch ein bisschen weitergetrieben habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein!